Ich bin gerade auf dem Weg zum Ultra Comics in Nürnberg und wollte mir das da mal anschauen. Ich spiele Legacy und wollte mir die Legacy Community da mal anschauen, das Turnier mal anschauen. Und ich dachte, ich nehme euch mit. Es ist nicht so ein Riesen-Vlog, weil es eigentlich nur ein FNM ist. Und normalerweise mache ich das ja in Shorts. Aber ich gedacht, ich zeige euch ein bisschen was vom Laden. Immer wieder, wenn ich zwischen den Runden Zeit habe. Ich habe ein schnelles Deck mit. Ich habe nochmal blau-grün Depths mit. Immer wenn ich ein schnelles Deck-Match habe, laufe ich ein bisschen durch die Gegend und guck mal, was man so machen kann an lustigen Views und Shots für euch von dem Store. Weil der ist wirklich, wirklich geil, der Ultra Comics. Ich war da schon mal privat, das ist wirklich ein geiler, geiler Laden. Und ja, da muss ich sagen, da freue ich mich drauf. Finale, lustigerweise wieder. Ich habe gespielt gegen bisher Delver mit dem Druiden. Das kennt man ja, so die Standardliste, die aktuell gespielt wird. Und tatsächlich danach gegen Painter, Mono-Red Painter, soweit ich das sehen konnte, was sehr, sehr knapp ist. Und durch das One of Legolas mal wieder entschieden wurde, wie in dem YouTube-Video, was ich euch schon zur Verfügung gestellt habe, war das tatsächlich die wichtigste Karte in dem Deck. Und er hat halt mit einem Magus of the Moon angegriffen. Ich konnte mit Legolas das Ding enttappen und blocken und das hat mir den Win geholt. Dementsprechend war das sehr, sehr wichtig und ja, hat mich sehr glücklich gemacht. Jetzt im Finale, ich weiß noch nicht, wogegen ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, ein Mirror, beziehungsweise halt gegen Schwarz-Grün-Depths. Da dürften die Faultiere ganz gut kommen, aber er hat auch Faultiere. Das wird ein weirdes Matchup, glaube ich. Mal gucken. Oder ich spiele Mono Red Prison. Die Dame war auch noch vorne. Das waren so die zwei, die noch, glaube ich, in Contender sind. Mega cool hier im Ultra Comics. Also ihr habt ja schon ein bisschen was gesehen. Ich habe ja auch ein bisschen was an Videos gezeigt. Ich zeige euch jetzt auch noch ein bisschen was beim Hochgang. So könnt ihr ein bisschen was sehen. Mega geiler Laden. Und ich überlege auch gerade, ob ich mir den lokalen Judge noch dazu hole, weil der hat noch ein cooles Turnier, was der gerade am Planen ist. Für Legacy in Nürnberg. Vielleicht ist es interessant für euch und dementsprechend denke ich, werde ich den mit vor die Kamera holen und dann mal schauen. Aber alles in allem, ich bin echt beeindruckt. Der Ultra Comics über 3 Stockwerke, das ist schon geil. Also wenn ihr mal in Nürnberg seid, kann ich euch nur empfehlen, hier im Ultra Comics vorbeizukommen. Geiler Laden, super liebe Leute. Alle Leute, die ich angesprochen habe, die ich per E-Mail kontaktiert habe und so weiter. Ich gesagt, hey, ich würde gerne ein Video drehen. So super lieb, super nett. Alle so, ja, gar kein Problem. Guckt dir das an. Hier sind unsere Regeln, macht das. Ich so, das ist gar kein Problem. Und Leute sind nett, Community ist mega nett. Modern, Pokémon, einen Draft und Legacy gleichzeitig. Und hinten spielen noch Leute One Piece. Alles in einem Raum, riesiger Raum. Wir sind 11 Leute, glaube ich, was für ein FNM wirklich okay ist. Und ja, also es ist Wahnsinn. Ich bin wirklich begeistert.
wie ich schon gesagt habe, ich habe mir auch so ein bisschen den Haus- und Hof-Judge von hier und auch so ein bisschen der Organisator von dem ganzen, nicht von dem ganzen Laden, aber von so ein bisschen der Magic-Szene, wie ich das mitgekriegt habe. Auch so, jeder. Nicht Wald- und Wiesen-Judge gesagt, ja. Okay, nee, gibt es einen Laden, der so heißt oder was? Nee, aber weil du Haus- und Hof-Judge gesagt hast. Ja, Haus- und Hof-Judge ist sehr wichtig. Wir sind ja in einem Haus und ihr habt einen Hof. Dementsprechend, genau. Erstmal vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das war wirklich, wirklich mega. Es hat mega viel Spaß gemacht. Die Community ist echt geil. Also wirklich, das war mega, es war eine mega geile Erfahrung. Und ich habe gehört, ihr macht noch was richtig Geiles, was Großes. Ja, und zwar am 19. und 20. Juli haben wir den Showdown-Event bei uns. Den haben wir schon zweimal veranstaltet. Diesmal sogar ein ganzes Wochenende, Freitag und Samstag. Am Freitag, den 19. Juli, Legacy und Primadon um 18 Uhr. Und am Samstag dann unser Main-Event um 10 Uhr die Anmeldung. Es gibt für den ersten Platz ein Duelland zu gewinnen. Ansonsten Einzelkartenpreise noch bis Platz 8. Kostet 35 Euro und wer sich anmeldet bis zum 30. Juni, hat sogar noch die Chance, einen 25 Euro Gutschein zu gewinnen und damit relativ viel vom Eintrittspreis auch wieder rauszubekommen. Mhm. Da verlosen wir einige, also es lohnt sich und wir hoffen auf euer Kommen. Würde uns freuen, wenn ihr vorbeischaut. Genau, dann haben wir das hier noch für Werbung genutzt. Finde ich mega. Ich wäre gern da, ich schaff's leider nicht. Ich habe den Wort nicht da, weil ich habe gerade eben schon den Poster vorbeigelaufen und so, das sieht interessant aus, da würde ich gerne hin, aber leider, also ich werde nicht da sein, aber vielleicht ihr dementsprechend, ja. Ihr seht jetzt noch die Siegerehrung, so ein bisschen ein paar Ausschnitte und mein Endfazit, wie es so gelaufen ist, wie ich so gestanden habe und dann, ja, guckt ihr mal auf da rein, ich werde es unten in der Videobeschreibung mal verlinken, dann gibt es ja bestimmt eine Webseite für deinen QR-Code, richtig? Ja, geil. Dann werde ich es auf der Webseite verlinken, beziehungsweise bei mir im Video verlinken, die Webseite und dann, ja, gucken wir weiter. So, Leute, das war mega geil. Ihr habt die Bilder gesehen, ihr habt auch das Finale gesehen, im Sinne von, ihr habt das Preisverleihung dann am Ende gesehen. Ich bin 3-0 gegangen, bin damit Erster geworden. Mega cool. UG Debs ist tatsächlich einfach ein sehr, sehr gutes Deck. Also kann man sagen, was man will. Das UG Debs ist wahnsinnig stark. Und ja, ich habe am Ende nicht gegen das Monorail Prison gespielt, wo ich gedacht habe, sondern tatsächlich gegen Storm. Sehr spannend. Mein Gegner hatte in der ersten Runde nicht so wirklich eine Ahnung, was ich tue und dachte halt nach Yavi Maya und dem Elf Reclaimer kann er einfach reingehen, was halt nicht der Fall ist. Und naja, in der zweiten Runde war er sehr unlucky. Hat in der ersten Runde hier Song of Creativity, wo er jedes Mal eine Karte ziehen darf, wenn er ein Spell spielt. Zwei Karten sogar. Gedroppt in der ersten Runde und danach nie wieder ein Spell gefunden. Ich war zwar mit Stifle und Flusterstorm ganz gut unterwegs, habe dann relativ schnell dann den 8-8er gemacht, der dann mit zweimal Zuhorn das beendet hat. Ja, war sehr geil. Also es hat mega Spaß gemacht. Der Store, ihr habt die Bilder gesehen, ist wirklich cool. Und ich dachte, für so ein kleines Video, auch wenn es diesmal jetzt kein 20-Minuten-Video ist, sondern eher so ein kleines Video von 5 Minuten oder so, ja, freut ihr vielleicht trotzdem. Vielleicht mache ich das öfter, dass ich auch so kleinere Stores-Vlogs mache, weil der Store ist nicht klein, der Store ist riesig, aber die Vlogs dazu. Und, ansonsten genieße ich jetzt meine Zeit noch in Nürnberg. Wir sehen uns beim nächsten Video, wir sehen uns beim nächsten Store und ja, vielleicht wieder zum FNM. Vielleicht wird das ja so eine FNM-Reihe. Ich muss ja nicht immer nur für die Big Tournaments unterwegs sein, sondern kann ich auch vielleicht die kleinen Sachen machen. Ich habe vor ein paar Wochen auch vom Fischkrieg so ein ganz kleines Short-Video hochgeladen von einer Minute, wo ich einfach gesagt habe, hey, ich bin der Fischkrieg und was spiele ich und wie waren meine Matchups und wie stand ich am Ende. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was euch lieber ist. Ob ihr lieber so ein kurzes Video haben wollt, wo einfach nur in einer Minute euch gesagt wird, hey, ich war übrigens da und da, das ist der Store und die spielen Legacy und ich habe das gespielt und ich habe so und so gegen die Leute gespielt. Oder wie hier eher so ein 5 bis 10 Minuten Video, wo halt so ein bisschen, auch ein bisschen der Laden gezeigt wird und auch so ein bisschen alles drumherum gezeigt wird. Könnt ihr euch überlegen, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. An dieser Stelle vielen Dank an meine Patrons. Ohne meine Patrons wäre das alles super, super schwierig und auch nicht wirklich machbar. Dementsprechend vielen Dank an meine Patrons, vielen Dank an meine YouTube-Memberships, die jetzt auch mittlerweile auf 3 Leute gestiegen sind. Das ist krass. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, ihr gebt dem ganzen Video einen Daumen hoch. Ihr abonniert mich, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Ich mache coole Videos, glaube ich. Ich nehme mir auch Kritik zu Herzen. Wenn ihr Kritik habt, immer raus damit. Und ja, ansonsten könnt ihr mir überlegen, ob ihr mich vielleicht auch finanziell unterstützen wollt. Wenn ihr es könnt, ab 3 Euro im Monat könnt ihr mich unterstützen. Dann können solche Reisen und solche Videos auch öfter kommen, wenn ich da genug Support für habe. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksnade. Ciao, ciao.